Howdy Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Call of Juarez Ganzlinge. Letztes Mal sind wir dabei stehen geblieben, die Mission hier anzufangen. Sei schnell oder stirb, ich bin jetzt nochmal im Startmenü sozusagen und wir legen jetzt gleich mal los. Es ging richtig Rambazamba ab, nachdem wir letztes Mal noch den alten guten Plummer ausgenockt hatten. Nach einigen Versuchen. Alter, ja, anscheinend. Bitte. Oh fuck, ich habe keine Konzentration, Alter. Okay, wichtig ist. Ja, würde ich um ehrlich zu sein nicht machen, lieber Silas, wenn hier so viel los ist. Ganz schlechte Idee. Ja, aber wir haben jetzt endlich mal einen Schnellschuss, den ich schon so ewig ausprobieren wollte. Wenn da nicht so viele wären, dann hätten wir vielleicht sogar eine Chance. Alter, das ist ja krank grad. Kopfschuss, okay. Gut, Distanzschuss. Ja, okay, also es wird so langsam mal. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. Ach, wir haben alle Waffen noch dabei, die wir sonst auch haben. Wusste ich gar nicht, okay. So, Doppelmultiplikator, Alter, was hier gerade los ist. Und wir sollen wen nochmal im Saloon finden? Roscoe Bob Bryant, den wir eigentlich die ganze Zeit gesucht haben. Ja, ist anscheinend eine ganz große Nummer, den der Silas hier umnieten will. Ja, und im Endeffekt wissen wir ja auch, dass Silas nur Kopfgeldjäger geworden ist, um das zu finanzieren, um die Suche nach dem Roscoe Bob Bryant zu finanzieren. Bloß jetzt sind nicht mehr so viele Leichen. Harden was waiting for me. Ja, was wartete der? Der Harden. Mit Spielkarten, cool. Wait, I'm jumping a gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a bitch! Du konntest mich noch gar nicht sehen, Alter. They knew, as most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. Ja, das machen wir doch gerade, Silas. Easier said than done, and most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Ja, was macht's denn? Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Wieso? Ich bin viel famer als er. Ich bin viel beliebter. Ah, da unten. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da welche sind. Klasse, ne? So, im letzten habe ich auch noch einen Header, wo bist du denn? Vollidiot, Alter. Wollte ich umnieten. Ah! Duck dich halt, oder? Oh, jetzt leckt's gerade weg. Ja, geht doch, Mann. Also, das war jetzt echt scheiße. So, jetzt wird's wieder besser gehen, das Game. So. Okay. Okay, das war's dann wohl auch mit dir, Kumpel. Munition eingesammelt. Was ist hier noch? Auch Munition, oder? Ja, abgesägte Schrotflinte gibt's da auch noch. Ich weiß ja gerade echt nicht, wo die Gegner sind, ne? So, ich hoffe mal, ihr knockt mich jetzt nicht alle aus, zumindest noch nicht gleich. Ah! Von wo werde ich bitte getroffen? Cool. Also man kann sich hier in den Zelten gut verschanzen, das kann ich schon mal gewährleisten.
gute Idee, sich hier reinzuhocken. Ah, das ist echt blöd gerade gemacht mit den Zelten hier, Alter. Kommst du voll durcheinander, wo jetzt noch welche sein könnten. Aber ich schätze mal hier oben, oder? Ja, da vorne sind sie. Also echt, den kriege ich doch wohl. Komm, geht doch, Mann. Also echt, ey. Ja, mal gucken, ob der Silas jetzt endlich seine Genugtuung kriegt, die er haben wollte. Obwohl wir ja nicht wissen, wieso er ihn überhaupt umnocken will, diesen Roscoe Bob Bryant. Naja, ich denke, wir werden es im Laufe der Story noch erfahren, weil es gibt ja auch noch einiges hier zu entdecken. Es tut mir recht leid, dass das Game läuft ein bisschen komisch hier, ein bisschen laggig. Aber ich hoffe, es reicht hier, um ordentlich was zu sehen. Und vor allem, dass ich nicht sterbe durch irgendeinen blöden Bug, weil das habe ich ja oft so an mir, dass ich sterbe, wenn irgendwie was laggt oder so, ne? Ist auch verständlich, dann ist das Game ja auch schwerer. Sind die Gegner ja im Vorteil. Oh, wir haben einen Checkpoint erreicht. Deep down, I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. John Wesley, wir wollten doch gerade einen anderen suchen, oder? Das ist sowieso ein bisschen blöd, wenn man hier aufpasst, ob irgendwo Gegner sind, darauf zu achten, wen man jetzt eigentlich jagen soll, wann, wieso, ne? Also insofern zählt's mir nach, wenn ich hier irgendwie mal ein paar Namen verwechsel oder durcheinander bringe oder sowas, ne? Ich bin ja auch nicht gerade der große Western-Checker, also hätte ich das alles schon mal gehört oder die Namen, würden mir die alle bekannt sein, dann hätte ich da auch keine so großen Probleme, aber so ist es natürlich etwas blöd, ne? Ja, wir gehen jetzt nach Abilene rein, wo wir jetzt ja gerade sitzen und die Geschichte erzählen. Ist eigentlich ganz witzig. Bevor ich mein Metall gegen Harden testen konnte, I would first need to dispatch a cadre of hired killers. Ich habe echt das Quicktime-Event verpasst, Alter. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Wo seid ihr, Alter? Ach, da sind sie alle. Okay, so. Ah! Naja, vielleicht nicht mal so schlecht, dann können wir das Quicktime-Event nochmal machen, weil das war einfach blöd, da zu verkacken, um echt zu sein. Ja, also, vor allem, da kriegt man viel mehr Erfahrung, wenn man das Quicktime-Event meistert. Ich hoffe mal, wir starten nochmal da rein und nicht erst beim Verlieren. Jo, wir starten nochmal beim Quicktime-Event, das ist sehr schön. Naja, die starten für uns extra ein Feuerwerk, ist doch geil. Wahrscheinlich eher so als Alarm gedacht, aber ich finde es eine nette Geste, dass sie mich so begrüßen wollen, um echt zu sein. Yay, ach, das war eigentlich Ablenkung. So ist das richtig, so wollte ich das von Anfang an, Leute. So, gut. Ich hätte mein Gewehr, um echt zu sein, lieber. Yo, das ist schön. Ja, jetzt rocken wir die Bude wieder, Alter. Ich mit meinem Gewehr und vor allem auch mal gut. Das heißt, du hast ihn an seinem Geburtstag gekillt, Silas. Alter, bist du grausam. Das ist auch mal ein tolles Geschenk, oder? Der Silas hat halt Stil. Der macht nicht diese normalen Geburtstagsgeschenke wie Karten oder Geld oder so. Nee, der bringt die Leute an ihren Geburtstagen um. Das ist doch mal was ganz Neues, was ganz Interessantes. Durchschlagsschuss. Ja, das war wirklich ein Durchschlagsschuss. Wie ich halt mitten auf der Straße laufe und nicht sterbe. Oh mein Gott, was ist, geht hier falsch? Auch nochmal ein Distanzschuss, Alter. Ich gehe gerade wieder. Also ich bin gerade wieder ganz gut. Muss man mir ja mal lassen, ne? Du denkst, du kannst dich da vor mir ducken? Und du denkst, du kommst mir vorbei? Spätestens beim zweiten Schuss habe ich dich. Das dürfte ja wohl klar sein, oder? Fuck, ich habe keine mehr. So, gut, wir gehen ja gleich ins Saloon, aber ich würde vorher lieber nochmal gucken, ob ich noch was anderes habe an ob ich hier noch was an Munition finde, weil ich habe, um echt zu sein, keinen Riesenbock. Ja, muss ich anscheinend, den mit meinem Doppelläufigen, mit meinem Akimbo auszunocken, ne? Hallo, Leute. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. A certain hostility. Ja, das kann ich verstehen, dass du dich hier etwas unaufgenommen gefühlt hast, Silas. Ey, was machst denn du da? Backst du da rum oder was? Bam, weg jetzt hier.
Du backst mir hier nicht rum. Ja, wir haben. Jetzt ist es erstmal ein klein bisschen ruhiger hier. Wir haben die erste Runde ausgenockt, die erste Salve an Gegnern. Können wir mal schnell hier gucken, was abzugraden ist. Schnelle Finger, Nachladerate durch Drücken verbessern. Behandle deine Kugeln sorgfältig, drücke während der Nachsequenzen nie mehrmals schnell R, um schneller nachzuladen. Und dann noch ein bisschen. Das finde ich sehr gut. Das kenne ich nämlich und das ist echt geil. Oh, wir haben eine Waffe frei. Verzierte. Oh. Und das ist was nochmal? Das heißt, wir können jetzt einen verzierten Sechsschüsse anscheinend benutzen. Der höchstwahrscheinlich eben auch besser ist als unser jetziger, ne? Macht ja Sinn. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. Ja. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Aua, ich will nicht. Wenn der wirklich so gut ist. Hey, genau, bei der Szene waren wir jetzt schon. Jetzt kommt der Typ rein mit den Spielkarten am Hut. Der Player, erster Mord mit 15. Tötet einen der Schnachte. Und 40 andere nur fürs Atmen. John Weasley Hardin. Ach so, ja eben. John Weasley hat er die ganze Zeit genannt, aber Hardin stimmt schon. Ich glaube, es war Angst. Ich glaube, es war Angst. And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Alt, was? Alter, ich hatte. He didn't hit me then. I'm sure of it. Nein, halt, der hat mich nicht getroffen. Ja, toll. Hallo? Wie, ich hatte, glaube ich, 90% Fokus und 30% Schnelligkeit. Vielleicht sollte ich ihn einfach unehrenhaft töten. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, weil wir können ihn ja unehrenhaft töten. Wir wissen ja, wie sowas geht. Es gibt einen 100 Reward vor Ramos, wer auch immer das sein soll. Vielleicht für Sergio Ramos, den von Real Madrid, hm? Ja, ja, vielleicht gibt es da auch Punkte. Die Fahndungsplakate hier sind auch ganz schön gescheit. Es ist einfach alles hier auf Atmosphäre ausgelegt beim Spiel. Ist einfach saugeil. Schieß halt! Die Duelle werden immer schwieriger. Jetzt kann ich den Kugeln sogar noch ausweichen, Alter. Wow. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich den auch. Eieiei, das wird immer komplizierter hier. Anvisieren, Handstellung positionieren und dann noch den Kugeln ausweichen, wenn er abzieht, Alter. Die hätten es auch ruhig bei weniger Optionen belassen können, meiner Meinung nach. Das wird nämlich echt immer komplizierter. Und ich war ja von vornherein nicht so der große Duell-Junkie hier, der alles drauf hat, ne? So, das Problem ist, wenn ich ziehe, dann zieht er auch. Das heißt, ich muss wirklich mit guten werden. Und jetzt schieß ab, Alter! Ich war doch ausgewichen! Oder muss ich das gedrückt halten? Ja, ich sehe schon, die restliche Folge werden wir damit verbringen, diesen John Hardin auszunocken. Hoffentlich brauchen wir nicht so lange wie bei unserem lieben Henry Plummer. Aber der mit seinem Dynamit hat ja wirklich genervt. Ich entschuldige mich einfach nochmal dafür, dass ich letztes Mal so ausgetickt bin bei dem Spack. Aber der war einfach nur noch nervig. Scheiß Plummer. Und ich glaube, der hier nimmt eine ähnliche Position ein wie der liebe Plummer. Der ist nämlich genauso nervig, verdammt nochmal. So. Jetzt warte ich wirklich mal auf gute Werte. Oder ich warte einfach, bis er zielt. Weil irgendwie war der Zielcursor auch ziemlich groß. Was?! Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss ihn unehrenhaft töten, ansonsten bin ich gleich am Arsch hier. Ja, ich bin sowieso nicht so der große Shooter-Fan, ne, aber so langsam zeigt sich doch, dass ich eben wirklich kein Shooter-Fan bin, sondern so ziemlich gleich null Skills hab. Naja, wobei, ich habe eigentlich ganz gut gezielt, bloß die Duelle sind aber auch scheiße. So, jetzt lassen wir die Atmosphäre mal auf uns wirken und ich versuche mich zu konzentrieren. Sag mal, wie vielen Schüssen von ihm soll ich denn noch ausweichen? Ich konnte nicht mehr Ich habe alle Kugeln auf einmal rausgehauen am Anfang. Ich habe alle 6 Kugeln im Revolver rausgehauen, deswegen. Ich
Ich glaube, ich verstehe es jetzt, ja. Ich verstehe, wie ich es machen muss. Weil ich habe einfach das ganze Magazin auf einmal rausgehaut, bevor überhaupt der Cursor eng genug war, dass ich ihn ordentlich treffen konnte. Ich glaube, ich weiß jetzt wirklich, wie ich es machen muss. Ja, okay, ich wollte ja unehren... Ich wollte ja... Ja, ich weiß, dass er dich getroffen hat, Silas. Ich weiß, dass er dich nicht getroffen hat. Warte mal... So, ich habe mich schnell gekratzt, musste mein Headset schnell ein bisschen verrücken. So, also jetzt wirklich, ich mach's jetzt. So. Ach, mein Alter, wie schwer das teilweise ist hier. Glaubt mir, ihr könntet es nicht besser. Also, kommt ja nicht hier mit, ja, du kannst nichts. Ich kann vielleicht nichts, aber ihr könntet es genauso wenig. Bin ich mir sicher. So. Ja, ich habe das Geld beim ersten Mal geschafft, eh nicht. Faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots, and now he was at my mercy. Das heißt, ich hab gewonnen? So he didn't die? No, I sent him to prison. Oh. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon, just like this one. Another beer? Ja, das kann ich jetzt auch verbrauchen, das kann ich jetzt wirklich auch gebrauchen, Leute. 1 von 6 Geheimnissen, Alter, wie viel war's denn da, wie viel waren da noch bitte, ey? Wir haben nur eins gefunden, wo waren dann die ganzen restlichen? Naja, ich denke, es lief ganz gut zum Ende hin, wir haben den Typen umgelegt, Alter, ey. Die Duelle werden so richtig schwer, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein paar Mal probieren musste. Ich verspreche, dass ich mich die nächsten Mal ein bisschen mehr anstrengen werde, weil ich habe ja auch schon bei Henry Plummer total verkackt. Ja, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid, Naja, gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute, wenn es heißt Call of Juarez Gunslinger. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben und schreibt mal ein nettes Kommentar. Yo, wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, dann klickt rechts oben für den vorherigen Call of Juarez Part, wo wir bei Henry Plummer abgeraged haben. Für den klickt ihr links oben. Und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal filmiert sein wollt, dann klickt ihr einfach den Knopf. In 3, in 2, in 1, jetzt.